Dann, ich habe euch zu Beginn eine Musik mitgebracht und mich interessiert, was macht diese Musik mit dir? Wie fühlst du dich, wenn du sie hörst? Was noch? Traurig. Entspannt, traurig, was noch? Melancholisch. Ja, melancholisch. Okay, also es geht in eine sehr ruhige Stimmung erstmal. Jetzt habe ich ein zweites Musikstück mitgebracht. Da interessiert mich natürlich auch, was macht das mit euch? Gucken, ob die Lautstärke jetzt passt. Al baile mi niña, suéltame, aliviame. Mira que yo sé que se queda muy bien, bien, relájate, suélteme. Se me sube la temperatura. Ay, si la noche me mira en candela. Ist dein als Eindruck? Party. Mit dir? Dich bringt's in Partylaune? Die andere? Ausgelassen. Viel fröhlicher. Aha. Und will mitwirken. Es bewegt dich ein Stück? Ein bisschen hibbelig. Hibbelig macht's dich? Wem nervt's eher? Bei wem? Das gibt's auch bei dieser Musik, auch schon ausgelegt. Tendenziell. Sehr, das dürft ihr auch reingeben. Super. Das heißt, wir haben jetzt eine ganze Bandbreite von der Musik, von dem Musikeindruck jetzt erstmal zwischen ganz beruhigend, was wir da gerade hatten, bis hin zu nervig. Und genau das brauchen wir jetzt. Warum? Weil das, was wir von der Wirkung her bei der Musik haben, das haben wir auch, wenn wir unsere Stimme nutzen. Unsere Stimme kann all diese Facetten, die wir gerade da gesagt haben, darstellen, auslösen. Das heißt, wir bewirken immer einen Zustand bei den Hörern, ob wir wollen oder nicht. Und das ist ein sehr subtiles Mittel, was jetzt bei uns, wenn wir podcasten, vielleicht nicht als allererstes im Vordergrund steht, aber es ist halt immer mit dabei. Und ich möchte euch heute gerne ein Stückchen dafür sensibilisieren, was ihr da als Botschaft sozusagen unter den Worten noch mitschickt. Weil das ist so der Beruf, in dem ich mich bewege. Und ja, warum funktioniert das? Es funktioniert deswegen, weil Musik und eben auch die Stimme zuallererst da im Gehirn verarbeitet wird, wo die Gefühle verarbeitet werden. Wir reagieren sofort emotional auf unsere Stimme, auf Stimmen und auf Musik. Und erst im zweiten Teil wird das Ganze im Neokortex analysiert. Und das ist deswegen für uns eben so spannend, weil wir sofort eine emotionale Reaktion auslösen. Wie das funktioniert, das klären wir dann später ein bisschen. Ich lade euch einfach mal ein, da klicke ich mal darum. Na, da ist es. Wo ist es? Das wollte ich mit euch jetzt machen. Genau. Dass wir ein kleines Experiment machen. Und dazu braucht ihr jetzt erstmal einen Partner. Einer von euch ist A, der andere ist B. Sucht euch doch mal jemanden aus, wo ihr sagt, zu zwei zusammenarbeiten. Entscheidet, wer ist A, wer ist B. So, wenn ihr das habt, prima. Kurz die A's, die Hände hoch. Die A's. Die A's, dürfen jetzt die Augen auflassen. Die anderen müssen ganz kurz die Augen schließen, weil wir sind so viele, dann kann ich euch das nicht ins Ohr flüstern, was euer Auftrag ist. Generell unterhaltet ihr euch gleich. Die A's kriegen jetzt den Auftrag. Nur die A's hier nach vorne gucken. Die B's bitte kurz wegschauen. Das ist euer Auftrag, wie ihr gleich euch verhalten werdet. Fragen dazu? Nee, ne? Gut, dann könnt ihr jetzt wegschauen, die A's schauen auch so weg und jetzt schauen die B's hin. Die B's kriegen ein... Oh nein, jetzt sehen wir. Die B's, die dürfen das sehen, die dürfen den B-Teil lesen. Also, euer Auftrag ist das. Versucht das Schritt für Schritt zu machen während des Gesprächs. Fragen? Wir testen das mal. Was wir jetzt testen wollen, ist, wie der Atemrhythmus sich auf den anderen überträgt. Das ist der Auftrag. Worüber redet ihr? Worüber redet über das, was ihr heute schon erlebt habt. Was war das Spannende für euch? Was war das, was ihr bisher schon mitgenommen habt? Führt ein kurzes Gespräch und testet das mal, wie das funktioniert. Okay, das los geht's.
Vielleicht hat es jetzt noch nicht 100% funktioniert, aber es ist das erste Experiment, mit dem ich euch heute losschicke. Heute zum Beispiel, morgen oder die nächsten Tage, wenn ihr wieder in eurem Arbeitskontext seid, wirklich mal zu testen. Wenn ihr auf jemanden trefft, der sehr, sehr hektisch ist, der sehr, sehr schnell redet, sehr, sehr ohne Atem redet, ich zeige euch mal, damit die anderen auch wissen, was der Auftrag war, den kann man tatsächlich runterholen, indem man schaut, wo hat der Pausen, wo atmet derjenige, und ich hole sie ein bisschen runter, indem ich ein bisschen langsamer werde, indem ich das ein bisschen zügel. Und beim nächsten Mal werdet ihr merken, ist er schon ein bisschen langsamer geworden, der Gesprächspartner, und ihr könnt wieder ein bisschen runtergehen. Was ich euch damit einfach nochmal zeigen möchte, auch wenn es jetzt vielleicht nicht hundertprozentig funktioniert hat, ist tatsächlich, dass wir durch unsere Atmung schon alleine vorgeben, wie der andere sich ein Stück fühlt. Vielleicht habt ihr das schon erlebt, dass ihr irgendjemandem zugehört habt und ihr habt gemerkt, ihr werdet hektisch, ihr werdet nervös, es ist unangenehm. Ich kannte mal eine Frau, die hat ein absolutes Gehör gehabt, ist immer in klassische Konzerte gegangen, und sie war mal in einem Violinkonzert, was sehr, sehr, sehr schnell ging. Und die Töne waren alle richtig, aber das hatte so einen Rhythmus, dass sie in Atemnot kam tatsächlich, weil es einfach so schnell das nachvollzogen hat und da eben keine Pause dazwischen war. Und wenn man sehr, sehr sensitiv dafür ist, auf dieser auditiven Ebene, dann ist es oft so, dass die Leute da sehr, sehr schnell das spüren. Und wir, wenn wir das eben nicht sind, spüren das vielleicht nicht so schnell, aber es beeinflusst uns trotzdem. Und dafür möchte ich euch heute sensibilisieren, dass ihr das ein Stück mit in euren Podcasten mit reinnehmen könnt. Jetzt gehe ich mal zurück. So ist das, wenn man die Sachen dann umstellt. Ich weiß nicht, wie ihr das in eurem Podcast so macht. Ich wollte ein bisschen darüber reden, warum das funktioniert, über Spiegelneuronen. Davon habt ihr bestimmt mal gehört, gerade wenn ihr aus dem Wissenschaftsbereich kommt. Da hat also ein italienisches Forscherteam vor vielen Jahren mit Affen Experimente gemacht und hat die Affen Nüsse greifen lassen und wollte wissen, welche Hirnregionen werden da aktiv bei den Affen, wenn sie diese Nuss greifen. Und plötzlich hat einer der der Teilnehmer, der Menschen, die da gearbeitet haben, auch eine Nuss gegriffen, wollte auch was essen. Und plötzlich ging beim Affen, steuerten diese Neuronen, die sie da gerade untersuchten, los, und die waren alle total überrascht und dachten, das Gerät ist kaputt, weil plötzlich da irgendwas reagierte, obwohl der Affe nicht selber zugegriffen hat. Und was man aber dann festgestellt hat in dem Moment war, nee, da passiert was, weil der Affe das sieht. Das ist das Interessante eigentlich gewesen. Und da hat man die damals entdeckt, und es funktioniert eben nicht nur mit dem Sehen, sondern es funktioniert auch mit dem Hören, dass wir einfach eben sofort reagieren und Gefühle ausgelöst werden, dieses Mitgefühl gehen. Und das ist für uns heute hier ein Stück weit interessant. Ich möchte mit euch also heute eigentlich nur insgesamt eine Dreiviertelstunde, so habe ich das konzipiert, mal ein bisschen das Phänomen Stimme ein bisschen noch genauer anschauen. Dazu zählt auch ein Stück weit der Atem schon dazu. Ich möchte euch ein paar Übungen zeigen, wie ihr euch stimmlich wahr machen könnt und ja, wie ihr Begeisterung in die Stimme reinlegen könnt. Oder wenn ihr schon viel davon drin habt, vielleicht wie könnt ihr auch das andere Extrem, dieses beruhigende Stück wieder mit reinlegen. Wobei ich bei den meisten Podcastern nicht höre, dass es zu begeistert ist, sondern dass es eher sehr seriös und ernst klingt, wenn ich einfach mal so in die Podcaster-Szene reinhöre. Also ich glaube, es braucht ein bisschen mehr von dieser Begeisterung. Meiner Auffassung nach, ganz pauschal erstmal gesagt. Genau. Und warum mache ich das, was ich tue? Weil ich mich eben schon immer mit dem Studium, auch davor mit dem Thema Stimme beschäftigt habe. Stimme und Sprechen, das ist meine Ausbildung, wo ich herkomme. Und ich bin zum Podcasten eben selber nicht gekommen, weil ich Technik so geil finde. Das ist für mich immer nur so das Hilfsmittel nebenbei, sondern weil ich Stimmen liebe. Ich liebe es, anderen Leuten zuzuhören, und ich habe irgendwann auch wieder Lust gehabt, mit meiner eigenen Stimme mir auszuprobieren. Und das ist einfach mein Thema, weswegen ich da hier bin. Und ich bin zum ersten Mal bei der Subscribe, habe mich hier angemeldet, weil ich dachte, cool, da gehe ich mal hin. Das gibt es seit einem Jahr. Und dann fragte mich eben die Claudia, ob ich hier auch einen Vortrag halten oder einen Workshop halten würde. Und jetzt bin ich dazu gekommen. Das ist einfach so, damit ihr das ein bisschen wisst. Genau. Ja. Zeig dich und sprich aus dir. Genau. Das habe ich euch gesagt. Ich möchte euch noch kurz über Begeisterung reden, weil manchmal sagt man ja, wenn ich Leidenschaft habe, wenn ich Begeisterung für ein Thema habe, dann überträgt sich das automatisch. Zumindest ist das eine ganz wichtige Grundvoraussetzung. Ja, es braucht für mich meiner Auffassung nach einen zweiten Schritt. Es gibt also eine Forscherin, Melissa Kaden, die hat viel zum Thema Leidenschaft im Beruf geforscht und ganz speziell bei Unternehmern geforscht. Die spricht da von Entrepreneurial Passion, also unternehmerischer Leidenschaft. Und sie fragt die Leute eben generell erstmal in ihren Experimenten, was bringt dein Herz zum Singen? Das ist ihre Frage. Und sie meint, das ist nicht unbedingt das Sachthema, sondern es ist vielleicht ein bisschen mehr dieses Warum, was da drin steckt. Und das muss man rüberbringen. Egal, ob du jetzt über IT in der Verwaltung redest oder
die anderen Themen, die ihr jeweils so habt. Es ist ja die Frage, was willst du da reinbringen? Wahrscheinlich willst du frischen Wind reinbringen, wenn ich das so ein bisschen verstanden habe. Dass die Leute aufwehren und das ist eigentlich die Leidenschaft, die du drin hast. Also das ist das Erste, was sie festgestellt hat, indem sie ihre Forschung gemacht hat, gesagt, das ist auf jeden Fall ansteckend, das muss drin sein. Aber eben mehr dieses Warum als das eigentliche Sachthema. Was ich festgestellt habe, es reicht nicht. Es reicht tatsächlich nicht. Nur weil ich davon begeistert bin, heißt das noch nicht, dass meine Stimme, mein Sprechen diese Begeisterung übermitteln kann. Leider. Warum? Weil wir einfach als Kind irgendwelche Muster gelernt haben. Wir haben gelernt, sowas gehört wie, sprich nicht so laut, sei leise oder was auch immer. Das heißt, wir haben unser Repertoire an Ausdrucksmöglichkeiten eingeschränkt. Und bei manchen fließt es noch und die können das sozusagen, ihre Leidenschaft sofort in die Stimme legen. Und bei manchen ist es aber leider nicht so. Und deswegen zeige ich euch ein bisschen, wie ihr da hinkommen könnt, wenn es vielleicht nicht sich sofort überträgt. So, das einfach als mein Vorgeplänkel, was ich mit euch machen wollte. Jetzt, was ganz, ganz wichtig ist und was ich euch sehr missionarisch mit ans Herz lege, wenn ihr eine Podcast-Folge aufnehmt, bereitet euch nicht nur inhaltlich vor, sondern bereitet euch sprecherisch vor. Macht eure Stimme, macht euer Sprechen warm. Und wenn ihr nicht wisst, wie das geht, ich zeige euch jetzt 5 Übungen, die ihr dann zum Beispiel nutzen könnt, als Aufwärmritual sozusagen. Es gibt viele, viele andere auch. Ich lade euch ein, sobald das die Füße und die Beine zulassen, weil irgendjemand ist heute gestürzt. Also steht euch hin für die Übung, ihr könnt es aber auch im Sitzen machen, sorgt einfach dafür, dass ihr Platz habt. Das waren die 5 Übungen, die ich euch heute mitbringen wollte. Egal, ob ihr diese macht oder andere, macht irgendwelche Übungen, um euch stimmlich warm zu machen. Das ist das Wichtigste, was ihr heute hier mitnehmen könnt. Dann dürft ihr euch erstmal hinsetzen, bis die nächsten Übungen kommen. Kommen wir ein bisschen mehr jetzt zu dem Thema, wo wir hinwollen, nämlich wie kriege ich die Begeisterung rein in die Stimme? Weil jetzt haben wir sie erstmal nur locker gemacht, jetzt ist sie erstmal so da, aber sie klingt vielleicht noch nicht begeistert. Und da brauchen wir ein paar Bausteine, so nenne ich das gerne. Ich nenne es tatsächlich so die Bausteine der Stimme, weil wir einzelne Klangkomponenten im Stimmklang haben, die wir halt auch bewusst zusammensetzen können. Die sind auch unbewusst da, aber wir können sie eben auch bewusst sozusagen zusammenbauen. Und das möchte ich mit euch gerne, dass wir die zusammenbauen, ganz bewusst. Was meine ich da mit diesen Klangkomponenten oder Bausteinen? Wie zum Beispiel, also das Tempo, was man auch tatsächlich messen kann, also rein physikalisch gesehen. Natürlich die Tonhöhe bzw. die Grundfrequenz und die oberen Frequenzen, die man auch physikalisch einfach messen kann mit den Formanten. Dann haben wir natürlich die Lautstärke drin, auch das ist gut messbar mit all den Techniken, die wir da zur Verfügung haben. Interessanter wird es dann mit den Sachen, die über die eigentliche Stimme hinausgehen. Habe ich Pausen drin oder zu wenig Pausen, was oft auch der Fall ist bei manchen Sprechern. Und wenn ich mehrere von diesen Komponenten wieder zusammen mache, rede ich eher sehr monoton oder rede ich eher mit sehr viel Melodie da drin. Das brauchen wir. Es gibt noch mehr darüber hinaus. Ich kann auch mit Hauch reden, ich kann mit ganz viel Rauigkeit in der Stimme reingehen. Das sind alles Dinge, die man auch bewerten kann oder auch messen könnte, je nachdem. Aber das sind die wichtigsten, mit denen wir jetzt erstmal hier losgehen und sozusagen, die wir als Bausteine zusammenbauen. Und da lade ich euch ein, wieder zu einer nächsten Übung, wo ihr mit eurem Nachbarn zusammenarbeiten könnt, wo ihr einfach erstmal übt, diese Grundbausteine bewusst einzusetzen. Also euer Auftrag, redet über das, was ihr in der letzten Woche alles beruflich gemacht oder geschafft habt und nutzt mal erstmal zunächst eins von diesen Mitteln. Und dann muss derjenige der andere raten, was ihr da gerade nutzt. Welches Mittel. Und wenn ihr das gut 2 Mal hin und her gekriegt habt mit nur einem Baustein, dann kombiniert mal die Bausteine. Das heißt, dann redet ihr wahrscheinlich zum Beispiel mal so, dass ihr eher ein bisschen tiefer redet und ein bisschen lauter. Das könntet ihr zum Beispiel nutzen. Oder ihr geht ein kleines bisschen mehr in die Höhe und werdet ein bisschen leiser. Also dass ihr 2 davon kombiniert. Ja? Ihr sollt das bewusst abrufen können. Damit ihr bewusst lernt, mit eurer Stimme zu sprechen. Ja? Das ist nicht das, was man sofort heute vielleicht hier rausgeht und ihr habt das sofort drauf, aber wenn ihr das erstmal anfangt, darüber nachzudenken, dann könnt ihr überall im Alltag damit arbeiten. Ihr könnt im Alltag anfangen, wenn ihr an Telefonhörer geht, euch auch mal bewusst mit ganz vielen Pausen zu melden. Ja? Also, das wäre möglich, weil da würde ich das vielleicht machen und ihr könnt es auch im Interview annehmen. Also, Arbeitsauftrag mit eurem Partner. Stimmbausteine üben,
Phase, wo du so das Wissen erwirbst, den Kurs anguckst, bei Udemy, also bei mir heißt es Präsentationsphase, wo du das Wissen präsentiert bekommst.
hier ist die eigentliche Übungsphase ansetzen. Wenn man die Übung, die ihr jetzt hier einfach erstmal in trockenen Übungssituationen übt, mit dem Trainer zusammen übt. Und dann wird es das Spannende, nämlich die Phase des Transfers. Und das, wenn du nur einen Udemy-Kurs hast und du bist nicht an die Hand genommen worden, dann ist es für mich total normal, dass du bis dahin nicht rübergekommen bist über diese Phase. Also da musst du entweder das alleine schaffen, die Situation zu suchen, wo, so wie ich dir gerade gesagt habe, wo du einfach sagst, immer wenn ich ans Telefon gehe, achte ich darauf. Das muss ein richtiger Automatismus werden. Und wenn du das in dieser Situation schaffst, du bist ein Zweiter, du bist auch und irgendwann später erst im Podcast. Aber es zu sagen, ich habe ein Muster, was ich 30, 40 Jahre benutze und jetzt melde ich das so im Podcast oder Stresssituation an, das ist undenkbar. Das ist wie wenn du dir mit links Zähneputzen angewöhnen willst und vorher mit rechts putzen. Ja, okay. Du wirst immer automatisch erstmal wieder zu rechts zurückgehen. Ja? Ja. Neun Punkte sind mir klar, aber wie redet man, wenn man melodiös redet? Also das haben generell mehr so die Frauen drauf, dass sie einfach mal so ein bisschen mehr in diese Bewegung reingehen, von der Stimmmelodie her. Ja? Das hast du wahrscheinlich auch mehr drauf, weil du hast eine sehr helle, freundliche Stimme, von dem, was ich vorhin schon gehört habe, ne? Dass du sehr viel mehr in diesen Höhen schon ein bisschen redest. Männer haben das weniger, im deutschen Raum zumindest, von der deutschen Sprache, wo du das ganz stark hörst, ist bei Russinnen, die Deutsch reden. Einfach weil die Sprachmuster haben, die anders von der Melodie her sind, die sie dann aufs Deutsche übertragen. Und so hast du eine Interferenz. Also im Grunde sind das ein bisschen mehr wie Singsang. Ja, das Springen von unterschiedlichen Höhen. Ja. Ich wollte noch mal was zu dem Einwurf da vorne sagen mit dem Autopiloten. Ja. Ja. Leicht die Hürde runtersetzen und nicht alles gleichzeitig versuchen umzusetzen und zu beherrschen, sondern sich zum Beispiel nur am Anfang auf eins davon zu beschränken. Zum Beispiel, ich versuche jetzt Pausen einzubauen und dann macht ihr einen Post-it an den Monitor oder sowas, wo drauf steht groß Pausen, dass sich auch während der Aufnahme immer wieder daran erinnert, dran zu denken. Das auch, ne? Also immer nur eine Sache auf einmal, sage ich auch mal. Entweder nur die Lautstärke oder nur die Melodie oder nur das. Ja. Weil ich jetzt gerade festgestellt habe, wenn ich versuche zum Beispiel monoton zu reden, dann werde ich jetzt automatisch langsam und mache viele Pausen. Das ist aber normal, oder? Dass diese so mit Sachen also monoton und melodiös ist ja schon eine Kombination aus verschiedenen Klangkomponenten von denen da oben. Also deswegen ist das schon mal normal. Und bei uns sind die auch oft immer gekoppelt. Also wir haben uns ja auch Dinge angewohnt. Also automatisch kommt eben vielleicht eine Verzögerung, eine Langsamkeit mit rein oder so. Ja. Spannend ist immer wieder zu gucken, wenn mir das passiert, kann ich es auch anders. Kann ich auch monoton reden, ohne langsam zu sein. Und ohne Pause, ne? Ja, würde auch gehen, ja. Okay, dann gehen wir den nächsten Schritt, weil was wir jetzt wollen, wenn wir das Thema Begeisterung reinbringen wollen, wir wollen nämlich genau die richtigen Bausteine kombinieren, damit wir die Begeisterung reinkriegen in die Stimme. Ihr könnt euch einerseits, nur von der Herangehensweise, ihr könnt euch einerseits vornehmen, ich spreche jetzt mal begeistert und bei 20% von euch wird das funktionieren. Und bei den anderen, die brauchen es vielleicht, dass sie ein bisschen rationaler oder analytischer da rangehen und zu sagen, was muss ich denn konkret machen, damit es begeisternder klingt? Weil ich habe das Gefühl, ich bin ja schon begeistert, aber offensichtlich beträgt es sich nicht. Wie gehe ich da ran an die Stelle? Und da sind wir wieder beim Anfang, wo ich euch die beiden Musikstücke vorgestellt habe. Und ganz pauschal kann man sagen, Stimmen können entweder beruhigend oder aktivierend werden. Mehr nicht. Sehr, sehr pauschal ist aus der Musikwissenschaft eine Forschung, die man festgestellt hat, wo man einfach mit Musik zunächst getestet hat und dann mit Stimmen und festgestellt hat, es gibt zwei Extreme. Und entweder wirkt Musik oder wirkt die Stimme auf den Parasympathikusnerv, also auf den, der für Entspannung im Körper sorgt, oder sie wirkt auf den Sympathikusnerv, der anregend ist im Körper, der für Aktivierung sorgt, dafür, dass euer Herz schneller schlägt, dass ihr Lust habt, loszulegen, in die Puschen zu kommen etc. Und das ist tatsächlich rein biologisch in uns nachweisbar, einfach vom Höreindruck her. Es gibt da auch Fachbegriffe dafür, die heißen so. Was heißt das jetzt von der Stimme her? Wie muss die Stimme klingen, damit sie so klingt? Monoton muss ich einfach sprechen, etwas tiefer, etwas langsamer und vor allem gleichförmiger. Also wenn ich auf Dauer jetzt so mit euch reden würde, dass man manchmal bei ganz klassischen Wissenschaftlern in der Vorlesung hat, dann würde man wahrscheinlich mit der Zeit einschlafen. Und es ist so, also ich arbeite manchmal mit Leuten an der Uni zusammen und gerade Männer vorgerückten Alters in der Wissenschaft, nicht alle, aber es gibt da so eine gewisse Tendenz bei den Naturwissenschaften, dass sie einfach sehr gleichförmig reden und es gibt kein Gut oder Schlecht.
Das möchte ich nochmal sagen, sondern es hat einfach seine Wirkung. Und die haben die super Machtmittel, um Leute in Trance zu führen. Also wenn du eine Trance-Meditation anleiten möchtest, bitte rede so. Ja? Einfach im Extrem. Und ihr könnt ja auch mal raushören, was meine Tendenz ist, was ich von der Stimmtendenz von Natur aus eher drin habe. Was tippt ihr? Ich zeige euch erstmal das rote Muster. Also das würde bedeuten, dass ich eher mit sehr viel Veränderung rede, dass ich mal Lautstärkeveränderungen habe, damit ich ein bisschen leiser werde, auch das Tempo immer mal wieder ein bisschen verzögere. Einfach diese Veränderung, das ist das eigentlich Aktivierende, der Abwechslung, das Abwechslungsreiche. So, was ist mein natürliches Muster? Natürlich heißt es dann, dass es jetzt, dass wir jetzt hören, oder? Nee, das, wo ihr denkt, so was, womit ich sozusagen, was mir mehr in die Wiege gelegt ist. Das ist Blau. Also definitiv ist bei mir das Blaue, dieses Beruhigende. Ich tendiere einfach mehr dazu. Das andere ist sozusagen ein Stück gelernt. Und das wende ich immer dann an, wenn ich mit Gruppen arbeite. Ja, im Podcast rede ich auf jeden Fall schon mal ein bisschen beruhigender, aber ich versuche immer wieder rote, ich nenne das tatsächlich rotes und blaues Muster, rote Elemente reinzukriegen. Einfach damit das abwechslungsreich ist für die Leute. Und das ist das, was ich euch mitgeben will. Egal, was ihr von Natur aus mitbringt, ihr könnt ein bisschen mehr die andere Tendenz reinkriegen. Und das möchte ich mit euch üben. Wer hat noch keine blaue und rote Karte? Blaufeld. Dann, ich reiche euch mal ein paar Blaue hier durch. Und schnappt euch jeweils mal eine blaue, eine rote. Hier auch. Ihr habt den Blumen, ne? Okay, perfekt. Während ihr das noch austeilt, gucken wir uns erstmal ein paar Beispiele an und hören ein paar Beispiele an von anderen Sprechern, von anderen Leuten. Kelly, habt ihr Steve Ballmer noch im Ohr? Der Microsoft-Chef? Ja, genau. Ich habe den Ausschnitt mal mitgebracht. Ein extremes Beispiel für Rot. Ja? Ist natürlich übertrieben, ist schon. Sind jetzt zusammengeschnittene Sachen. Normally, when you speak for Microsoft personnel, let's have a look at what happens then. Introducing new Microsoft Windows XP! Now, how much do you think Microsoft Windows is worth? All my pictures, all my music, all my videos, all in one place! Developers. You want me to stand up and do that on the mix stage? Ihr wisst, was ich meine. Das ist natürlich, das ist das allergrößte Extrem, was ich jemals live gesehen, also live, was ich als Mensch mal gesehen habe in Rot. Ja? So weit müsst ihr nicht gehen. Sei denn, es passt thematisch, ja? Ja, klar. Ja, passt. Nee, aber in einem Theaterstück oder sowas kannst du ja, genau. Wenn man, also natürlich, jetzt auf der Bühne, das ist nochmal was anderes, aber jetzt für etwas seriösere Podcasts oder so, die ihr vorhabt. Ich habe euch zweimal Werbung mitgebracht, einfach, dass ihr nochmal reinhört. Das wird natürlich extrem genutzt, ohne dass die jetzt meine Fachbegriffe dafür im Hinterkopf haben, wenn die so sprechen. Wir machen Höhenmeter, wir machen Tiefenmeter, wir machen es am Tag, wir machen es in der Nacht, wir machen es schnell, wir machen es langsam, wir machen Gegner fertig, wir machen uns fertig, wir machen uns zu Helden, wir machen uns zu Losern. Wir machen Pause. Wir machen uns dreckig. Wir machen uns nass. Wir machen uns stark. Wir machen... Welches Muster? Aktivieren wir. Eher rot, ne? Und jetzt mal das Gegenteil noch davon. Wohin Sie auch schauen. Überall bauen Menschen mit uns auf Sicherheit. Auf Geborgenheit. So, ich ursprünglich habe ich mir gedacht, ich nehme ein paar von eurem Podcast, dann habe ich mich aber noch nicht getraut, die einfach so hier offen zu legen. Deswegen habe ich jetzt nur einen Hörausschnitt mitgebracht von einem Hörbuch und wir lauschen mal rein, weil da ist es nämlich gar nicht mehr so eindeutig. Ich möchte mal wissen, wenn das nicht so extrem ist, was ihr dazu sagt. Also hier, Eckart von Hirschhausen, wie redet denn der? Dankeschön. Guten Abend, hallo und herzlich willkommen. Mein Name ist Hirschhausen, ich bin Arzt, ich möchte Sie gut behandeln. Und fangen wir gleich an.
mit ein paar Geschichten zu dem großen Thema die Leber wächst mit den Aufgaben. Und damit es für Sie und für mich spannend wird, werde ich die Geschichten ergänzen um ein paar Texte, die unerhört sind. Bis dahin. Tendenz, ja? Haltet euch mal hoch, genau. Jo. Tendenziell, ne? Also für mich ist es auch definitiv von den Veränderungen her mehr rot als blau. Ja? Mehr rot als blau. Der ist nicht extrem, deswegen, es gibt viele Schattierungen dazwischen. Ja? Aber es ist, er hat viele Abwechslungen drin. Ja? Wir reden da nochmal drüber. Genau. Jetzt seid ihr erstmal dran mit Üben. Und wir machen, damit ihr das sozusagen in euer Sprechen reinkriegt, ich zeige euch dann nochmal die Muster, damit ihr das nochmal nachvollziehen könnt, aber erstmal die Aufgabe. Lauft gerne jetzt wieder oder rollt durch den Raum und dann bewegt. Ich bin tiefenentspannt. Ich hier vorne nicht. ja, ihr geht auf jemanden zu, haltet die Karte entgegen und derjenige antwortet euch auf diese Art und Weise. Also eher etwas beruhigender oder eher sehr aktivierend. Und worüber könnt ihr reden? Ich habe euch wieder ein paar Vorschläge gemacht über eure Erkenntnisse aus dieser Konferenz bisher oder über eure Podcast-Projekte. Und ihr wechselt das immer mal hin und her. Also wenn ihr bisher so geredet habt, haltet ihm die andere hin. Dann sucht euch einen neuen Partner. Ich lasse es mal 5 Minuten so laufen, damit ihr immer mal hin und her wechselt. Ich zeige euch nochmal, wir machen das jetzt nicht mehr, aber das ist schon die Transferaufgabe für euch. Während ihr euch hinsetzt, zeige ich die euch. Teste das doch mal, bevor du deine nächste Aufnahme machst oder die erste, wenn ihr den jetzt bald online bringt, dass du wirklich dieses Intro oder diesen Opener oder wie auch immer du das nennst, dass du das mal auf 2 Arten vorbereitest. In einem eher blauen und in einem eher roten Muster. Nimm dich auf und entscheide dich dann, wenn du es selber hörst, welchen Anfang nimmst du. Teste das einfach mal für dich, dann hast du gleich ein bisschen Transfer drin. Ja, deine Aufgabe, die ich dir jetzt hier sozusagen mitgebe. Und dann könnt ihr euch noch kurz setzen. Ihr könnt euch nämlich jetzt mal eure rote Karte nehmen und einen Stift. Wenn keine Stifte da sind, dann habe ich sie vorne. Schreib dir doch mal auf, was du unbedingt für dich jetzt umsetzen oder mitnehmen willst. Schreib dir eine, maximal 3 Sachen auf, damit du dich für dich später zu Hause erinnerst. Sonst hast du so viele Eindrücke. Hier sind noch Stifte. Ich habe noch ein paar. Ein Stift ist noch da, wer macht's? 3. Ansonsten einfach mal Stifte tauschen. Also was nimmst du mit, was willst du verändern? Besser machst du sagen, wahrscheinlich, was man willst du denken. Ja. Ist der blau oder der rot? Das ist auch mein Gebiet. Also ich meine, beruhigt, aktivieren, probieren, das kann man nicht immer mal ausprobieren. Das ist jetzt total. Damit. Ja, ich sage ja nicht, aber ich kriege jetzt mit total. Aber wenn man sagt, okay, kannst du mal ein bisschen reden. Eine Sache und maximal 3. Das, ja, cool. Darf ich mal vorlesen? Von mir aus. 3 Punkte hier. Aufwärmen, aufwärmen, aufwärmen. Die Bellerwurst, die Bellerwurst, die Bellerwurst. Dann gebe ich euch noch eine Geschichte mit. Eine Geschichte von einem Sultan. Das heißt, er habe eines Nachts einen Traum gehabt, dass er alle Zähne verliert. Vielleicht habt ihr sowas auch schon mal geträumt. Sehr doofer Traum, also viele Leute haben den schon mal gehabt, habe ich mir sagen lassen. Und jedenfalls war er sehr beunruhigt und ließ einen Traumdeuter kommen. Und der Traumdeuter hatte dann eben schon seine Deutung und sagte, oh Majestät, schlechte Nachrichten. Es bedeutet, dass alle Verwandten vor ihnen sterben werden. Das fand er doof und ließ den auspeitschen. Und ließ sich einen anderen Traumdeuter kommen. Und er hatte jetzt schon mitbekommen, was da passiert ist. Und hat überlegt, was sage ich nur. Und dann wusste er es und sagte, Majestät, es sind ja ganz fantastische Neuigkeiten. Das heißt, dass Sie, Majestät, alle Ihre Verwandten überleben werden.
Was hat er getan? Er hatte genau dasselbe gesagt, er hat es bloß anders formuliert. Und für uns ist das auch ganz wichtig. An den Inhalten, da seid ihr wahrscheinlich schon Profi, ihr wisst genau, was ihr zu sagen habt. Es geht oft nur darum, einfach eine kleine Stellschraube zu verändern und zu schauen, wie kann ich es noch ein bisschen mehr so rüberbringen, dass es genau das beim Hörer bewirkt, was ich will. Und ich hoffe, ich konnte euch so ein paar kleine Anregungen dazu geben, was ihr jetzt schon mal tun könnt. Genau. Ich habe jetzt extra jetzt schon Schluss gemacht, also wir können jetzt gerne noch ein paar Fragen beantworten. Und wer aber auch Lust hat, der kann sich auch gerne nochmal 6 Stimmvideos bei mir als Newsletter bestellen. Der kann auch den Newsletter wieder abbestellen. Wollte ich euch mal anbieten. Genau. Das einfach so als Idee. Dann, welche Fragen habt ihr? Was? Na, ich mache das gut. Vorhin war auf jeden Fall schon meine Frage. Wer jetzt noch Fragen hat, rund um die Stimme, es muss nicht nur zu leben sein, könnt ihr mich gerne noch fragen oder uns sprechen. Ich weiß nicht, wie ihr auftritt. Dann erstmal. Ja. Was kann man denn gegen Schwarzlaute machen? Okay. Ja, nicht so nah ans Mikrofon rangehen. Ja. Also das hat tatsächlich mit der Sensibilität des Mikrofons zu tun. Beim Gain runtergehen. Ja. Aber auch vielleicht keine Mate trinken oder nicht so süßes Zeug, klebriges Zeug, sondern eher Wasser. Hast du die Erfahrung gemacht, dass es, wenn es mehr im Mund klebt, dass es mehr Schmackspiel? Ja. Also sowieso nicht direkt so vor der Aufnahme essen, weil man dann einfach mit der Zunge eben sozusagen das Speisewässrig im Mund tut. Eine Salamischeibe kann wundern. Echt? Vor's Mikro hängen. Das ist aber der einzige Veranstaltung. Ja, okay, wir essen jetzt hier unsere Podcast-Aufnahme. Also Salami, ja. Raushauen, ich muss mir nachbessern. Yeah. Wenn man bewusst versucht, die Lippen über den Mund ist ja offen zu lassen, den Schmerz kommen zu werden. Eigentlich entsteht es durch die Enge der Zunge mit hinter dem Gleichen, sondern ja, dass die Zunge einfach da ist. Und da könnte man gucken, ob man vielleicht mit der Zungenübung macht, um die Zunge vorher zu lockern, aber ich habe die auch zu schnell drin. Ich kenne keinen, bei dem das nicht ist, ehrlich gesagt. Okay. Ja. Ja, das ist vor allem dann wichtig, wenn man irgendwie was einspricht. Also nicht irgendwie was freispricht, sondern irgendwie ein Slogan oder so. Dass man dann eben vorher, also 90. Mal ist man vorher halt Mund schon offen und auch schon so ein bisschen eingeatmet, weil das man auf dem Atmen noch nicht so, man kann das dann gar alles wegschneiden zur Not, aber das hat einfach dann. Was mir immer mal wieder passiert, ist, dass mir die Luft wegbleibt. Ich setze vielleicht, klar, man kann sagen, du musst kürzer formulieren. Der Satz stirbt. Aber was macht man konkret in der Situation, wenn ich merke, dass ich hier irgendwie ganz oben. Du musst eigentlich schon vorher was machen, nicht schon vorher atmen. Was du da machst, ist der Fall, wie wenn du mit dem, wenn du zu lange das Auto fährst und nicht nachtankst. Also du fährst den Tank leer und dann bleibt das Auto dann liegen. Genauso ist es mit deinem Sprechen dann auch. Also im Grunde musst du eigentlich, wenn du es schon bist, eher mehr als vorher ansetzen. Ja? Und das liegt möglicherweise daran, ohne dass ich jetzt mal sprechen gehört habe, dass dein Bauch fest wird. Dass da deswegen nicht genug Luft reingekommen ist, weil die Lungen sich einfach nicht so halten können, weil das Zwerchfell nicht ausreicht. Also du müsstest deinen Bauch locker lassen, also dieses Sch. Da geht es immer um locker lassen, wieder anspannen, dass wir schon mal gucken. Also versuchen wir tiefer in den Bauch zu atmen, letztendlich. Dann hast du auch mehr Atemvolumen zu spüren. Zum Stehen auf oder Sitzen? Bitte? Zum Stehen auf oder Sitzen? Stehen. Was ich noch mal wichtig finde, ist, wenn man wenige Sätze oder weniger Sätze, als man so natürlich wenn man nach oben aufhört. Wenn ich jeden Satz so nach oben anfange und dann was wollte ich jetzt eigentlich sagen? Genau. Es hilft einfach, wenn man die Sätze mit einer Melodie nach unten aufhört, dann kann man nämlich jederzeit einfach sagen, so, jetzt werde ich es nicht gleich. Denn wenn ich so spreche, dass ich dann werde ich nämlich nicht fertig, weil immer der Hörer erwartet, dass ich noch irgendwas sage. Ja, und genau. Ja, du hattest vorher das Thema Räuspern angesprochen und das Summen besser wäre. Also ich habe das Problem öfters, dass ich mich räuspern muss. Und da wäre die Frage im Podcast, kommt es wahrscheinlich nicht so gut, wenn ich anfange zu summen.
Ich habe leider keine Summ-Taste, noch nicht. Ich habe aber auch gemerkt, obwohl ich mit Headset aufnehme und selbst wenn das Gegenüber mir, also wirklich gegenüber sitzt, dass es ja auch überspricht. Ne? Also ich kann ja auch später einen Huster oder einen Räusper bei mir rauslöschen. Man hört den beim anderen trotzdem noch ein bisschen reinstrahlen. Aber generell, was kann ich denn tun? Also ich habe mir schon mal so ein Sängeröl geholt, wo ich dann so reinsprühe. Aber was kann man... vorsichtig mit. Da sind nämlich Menthole und andere ätherische Öle drin und die können eher dazu führen, dass es hier gereizter wird im Kehlkopf. Okay. Also die haben tolles Marketing, aber ich werde trotzdem vorsichtig, weil und dann kann es sein, dass wieder mehr Schleim gebildet wird zum Schutz. Mhm. Und das heißt aber, dass es eben dann... Der muss dann weg. Dann hast du wieder Schleim, den du wieder wegrausbringst. Also abgesehen davon, dass man keinen Kaffee und Milch vorher trinken sollte, was kann man sonst noch beachten, damit man da nicht so Probleme mit bekommt? Du könntest dir ganz leicht auf die Zunge beißen. Das löst den Speichelreflex aus und den Schluckreflex. Okay. Und dadurch kannst du ein bisschen wegspritzen. Okay. Das ist ein bisschen aufwendig. Ganz wichtig, was du ja, total. Man kann sich noch beibringen, die Stimmlippen zu öffnen. Wenn man an eine heiße Kartoffel im Mund denkt, das so, oder beim Gähnen passiert das auch. Mhm. Und dann tropft der Schleim ein bisschen nach unten ab. Beim Räuspern kriegt man den Schleim eigentlich wieder nach oben und der muss ja eigentlich weg. Mhm. Und wenn man die Stimmlippen öffnet, dann tropft das ein bisschen weg. Und wenn man dann nur so ein bisschen eventuell macht, wenn auch was ganz so günstig ist, dann kann man es auch ein bisschen vorbeugen. Aber wenn man halt trocken heißt, kann man es nicht. Ja gut, aber ich meine, ich bin jetzt hier dankbar für jeden Tipp, dann übe ich das mal oder probiere ich das mal. Ja. Dann mal eine Meldung. In der allgemein mal den Tipp, was ich bei vielen Leuten merke und bitte gerne aufklären, wenn das nicht gut passt, mal auszuprobieren, wenn man das Gefühl hat, oh, ich atme sehr oder spreche sehr hektisch, mal zu versuchen auszuatmen, bevor man anfängt zu reden, anstatt einzuatmen. Denn bei vielen Leuten, die sehr gestresst werden, von dir an, mehr Luft reinzupumpen und mehr, und dann reden sie irgendwann so abwärts und dann ist die Luft weg, obwohl noch so viel im Bauch ist. Dagegen, wenn man vorm Anfang zu sprechen, einmal die Luft raus, dann einfach den Bauch loslassen, kommt von allein die Luft rein und man spricht etwas ruhiger, mit weniger Druck nach oben hin. Sage ich nichts anderes. Ich sage auch, lieber erstmal ausatmen oder das zumindest hilft, nicht bewusst einatmen. Und mal bitte ausprobieren einfach. Bei manchen Leuten hilft es mega viel. Jetzt ist es ja schön, wenn man ein paar so Übungen hat und das kann man ja auch gut so mal für ein paar Minuten alles gut umsetzen. Jetzt ist es aber relativ schwierig, dann doch das bewusst für eine längere Zeit aufrechtzuerhalten. Ich habe erfahren, man ist ein Mittel, um seine Stimme doch recht nachhaltig sofort zu beantworten, das ist Alkohol. Nein, es ist ja so, dass wenn man schon das Gefühl hat, man ist eher schüchtern und verklemmt oder dann trinkt man Bier. Aber das hat eher eine Wirkung auf deinen. Und dann kommt man in so einen Redefluss. Aber es gibt ja diesen Punkt, da wo es destruktiv wird. Also Alkohol, vor allem eben die Hochprozentigen, die können den Kehlkopf. Also die gehen ja dann, die gehen ja nicht direkt durch die Stimmlippen durch, aber die gehen da eben durch die Kehle in der Nähe und quasi bereitschaftlich können es reizen, kann wieder zu mehr Schleimproduktion führen. Deswegen, wenn man da sehr empfindsam wird, ist es vielleicht da vorsichtig, aber diesen psychologischen Effekt hat das natürlich. Aber den kannst du dir auch anders holen, den kannst du dir durch Übungen holen, die dich einfach in so eine extrovertierte Haltung. Ich bin ein introvertierter Typ und viele, viele andere auch, gerade die Leute, die im Podcast-Bereich sind. Und man kann sich wirklich in eine Stimmung versetzen durch Übungen. Das kann ein Bier ersetzen. Was? Das kann ein Bier ersetzen. Aber schmeckt gut. Den Botenstoffen, die im Gehirn ausgeschüttet werden, definitiv. Ja? Ja, es gibt da einen TED-Talk von Amy Cuddy, heißt die, die hat ein Buch geschrieben, Powerpoints. Da gibt es auch einen TED-Talk. Und es ist halt, bevor man einen Vortrag hält, stellt man sich auf Klo so hin oder so, in so bossy Haltung hin. Und damit ist man, geht so der Puls runter und irgendwann ist lockerer. Okay. Ist total cool. Also auch vor der nächsten Gehaltsverhandlung. Ja, oder man hat einen Vortrag und steht sehr unter Strom und alles. Also spannend. Was könnte man da tun? Das müsste man jetzt ganz individuell gucken, was bei dir ist, aber was oft hilft, ist tatsächlich Bewegung. Also wirklich. Dann, was auch hilft, die Knie locker lassen. Weil allein dadurch musst du die Oberschenkelmuskulatur anspannen, dadurch wird Adrenalin mehr abgebaut im Körper, also an dem die mehr arbeiten muss.
Da hättest du schon wieder den Effekt, dass diese Nervositätsgeschichte ein bisschen weggeht und dadurch auch die Spannung hier im Kehlkopf rausgeht. Also tatsächlich kannst du von unten her schon mal ein bisschen ansetzen. Deine Füße bewusst spüren. Ausatmen, einatmen, sowas halt. Ja. Ich bin ein Ergänzung. Achso, sorry, Ergänzung. Also, auch atmen generell ist einfach eine sehr gute Idee, wenn man damit so sein. Atmen für Sauerstoff, sondern so ein bewusstes, lautes. Allein das senkt den Puls schon, wenn es wirklich um Lampenfieber oder sowas geht. Dann machen wir die beiden. Machen wir deine und dann seine und dann ist Schluss, damit ihr in die Pause kommt. Auch nur eine kurze Ergänzung dazu, gerade wenn es um Vorträge geht. Toastmasters, Übung. Mhm. Also wirklich Übung, 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 regelmäßig und regelmäßig Feedback dazu kriegen, sich einfach dem Ganzen aussetzen, bevor es drauf ankommt. Und Toastmasters als Stichwort ist so wirklich einfach sichere Übungsumgebung. Wenn du da komplett failst, ist das super. Und es macht keinem was aus. Danke. Gerade wenn ich nicht ganz themenfest bin, bin ich ein oder ein Emma. So wie jetzt zum Beispiel, wo ich es schon gar nicht mehr merke. Ich versuche es mit Pausen zu überbrücken. In manchen Fällen klappt das auch, aber nicht immer. Hast du einen Tipp? Ja, zu mir. Nein, also erstens mal gibt es wissenschaftliche Untersuchungen, die festgestellt haben, im Paar 1 sind förderlich fürs Verständnis. Das erstmal ist die Grundvoraussetzung, dass du entspannt sein darfst. Ich glaube, bis zu 4 oder 5 Ends pro Minute sogar sind gar nicht so störend. Es kommt natürlich auf deine Hörer drauf an. Dann ist das M der überbrückte Pause, die gefüllte Pause. Und genau das ist ein Phänomen, was diesen Wege davon sagte, nämlich, dass die Stimme am Ende der Aussage nicht nach unten geht. Sondern du lässt die Stimme in der Schwebe und damit signalisierst du den Hörer, aber eben auch deinen eigenen Ohren, da kommt noch was. Und weil noch was kommt, du aber noch nachdenken musst, kommt dann das M. Das heißt, der erste Punkt ist Stimme nach unten. Davor, das ist der zweite Punkt. Der erste Punkt ist kurze Sätze. Der zweite Punkt ist Stimme nach unten und der dritte ist machen Pause. Und das sind 3 Schritte, die ich so einzeln üben würde. Erst den einen, dann den zweiten, dann den dritten, damit du es mit dem Transfer hinkriegst. Ja. Gut, dann sage ich mal vielen Dank für euer Interesse, fürs sich drauf einlassen auf diese komischen Übungen. Ich hoffe, ihr konntet was mitnehmen.